Hallo Leute, willkommen zurück in GTA. Wir sind hier stehen geblieben. Ich nehme doch noch eine Folge auf. Hier mit dem Van sind wir ja gekommen, ne? Vielleicht spielt sie Musik noch. Oh, schade. Es hat so... Wisst ihr, es hat so... gespielt. Na gut, okay. Hey, ich sehe gerade mit... wir sind mit Ryder fertig. Das heißt, ich würde mal sagen, wir fahren mal zu dem... C oder O oder was auch immer. Aber wir wissen alle, was das hier ist. Fahren wir auf jeden Fall mal dahin. Das ist die einzige Mission, die wir noch auswählen können. Hey Mann, was soll das? Ich wollte rückwärts eine. So. Mann, ich frage mich noch immer, wann wir hier den Waffenladen freischalten irgendwie. Ich konnte mich gar nicht daran erinnern, dass es so lange dauert. So. Aber egal, zurzeit braucht man eh noch nicht so viel Waffen. Oh fuck, man. So, okay. Nein, ich meine, ja, das wollte ich. Aber trotzdem, nein. Ja, aha, okay, so. Only on Radio Los Santos, the official home of the drive-by and true home of gangster rap. Just wanna get a fun, yeah. I don't know. Ey, wir sind schon da. Oh, Riesendonut. War klar, dass dort die Polizeistation ist. Oder Mission. So, alles klar, passt. Dann gehen wir mal rein, ne? Ich wünsche euch schon mal viel Spaß. Ich, keine Ahnung. Ich hab total vergessen. Was auf uns. Zukunft Burning Desire. Come on over here, son. Move over, let him sit down, asshole. So you finally found time to drop back. Man, I've been busy. I've been burying my mom's, man. Sounds like a fucking excuse to me. Officer Pulaski thinks you're trying to screw with us, Carl. Now you get this straight. We own you. You're ours. We can shit on you from such a height, you'll think God himself is crapped on you. You understand? He better fucking understand. Yeah, he better have. Time to go to work, CJ, and earn your freedom. There's a guy holed up across town. You got that address, Pulaski? Another gang-banging, drug-pushing, cop-killing bitch just like you. We don't like him. And he don't like us. Now you make sure he never leaves the neighborhood. Not even in a box. Get the fuck out of here. Okay, alles klar. Wisst ihr was? Wir können von mir aus zu Fuß nach Hause gehen. Und ciao. Spacey! So, okay. Emanation, aber da können wir wie gesagt noch nicht rein. Hey was, ich bin ein Polizist, was geht ab? So, wow. Ja, so wollte ich fahren. So wollte ich fahren. Ich weiß euch, so wollte ich fahren. Komm, na komm, na komm. Scheiß Bullenkarre, komm nicht einmal da rauf. So. Ach. Na gut, okay. So, joggen wir mal ein bisschen Ausdauer, mal eh genug. Hey! So ein Zufall. Ja, wo ist unsere Spraydose? Da. Wow, jetzt haben wir schon 10 von 100. Hm. Andere Seite wahrscheinlich. Oder so. Hello, Afro Man. So.
Ah ja, da sind die Molotovs. Zum Ganghaus und stecke es in Brand, okay. Dann schnappen wir uns den BMW da. So, da brauchst du es eh nicht mehr. Schon zu alt. So, na dann, fahren wir mal zum Ganghaus. Na, komm mal auf der Straße, so. Wir sind doch schon da. Eigentlich wollte ich, dass das Auto auf die rollt. Nein, 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 was? Unsere Muskeln haben abgenommen. So, Molotov, wo seid ihr? Na toll. Da muss man ja direkt reintreffen und das kann ich sowas von gar nicht. Alter, okay. So, jetzt aber. Ja. So, ungefähr von da. Ja. So, Moment. Da hinten will wer Ärger. So. Ups, da wollte ich gar nicht drüber. Na komm. You happy now? Sonst niemand da? Okay. So. Mann, von wo? So. Na komm. Und so, na komm. So. So. Okay. Das Haus wird abbrennen. Ich komme. So. So, lass mich da durch. Uff. Was hier was? Wo geht's denn da rauf? Ist ja ein Scheiß. Ah, hier. Ja, komm schon, mach die Tür auf, warum geht es nicht? Oder geht's da? Nein. Achso, einfach mal dahin gehen. You okay? Yeah, but those flames! They're too hot, I'm scared! Hold on, it's probably a fire extinguisher in the kitchen. I'll be right back. Ja Mann, den hätte ich nicht sofort holen können. Sag mal, what? Achso, na. Da will ich, oder? Geht's da runter? Ich glaube schon. Ja. Der Feuerlöscher ist da. Doch was habe ich das jetzt ersetzt? Durch die Spraydose wahrscheinlich. So, na dann. Stand back!
building's starting to collapse. We gotta get out of here fast. Yeah, okay. Shit! Shit! The house is collapsing! Komm, immer positiv denken. Auch in solchen Situationen, vor allem in solchen Situationen. Muss man sagen, ja. So, das löschen wir hier auch noch. Jetzt können wir da durch. You don't need it now. Mann, wie viel Geld habe ich da gerade eingesammelt? Ach, wir sind nicht draußen. Dann komm. Alter, willst du mich verarschen? Achso. Wie ist denn das da hinkommen? Hä? Kannst du jetzt bitte kommen? Da komm. Folge mir. Folgst du mir noch immer? Und jetzt komm raus mit mir. Hey man, I owe you my life. I was nearly dead there for sure. Hey, you look pretty shook up, girl. You want me to take you home? Yeah, please, thanks. Ja man, Polizist geht einfach chillig vorbei, während die Bude da abfackelt, ne? Ja komm, ich brauch ne Karre. Ich nehme jetzt einfach mal deins, du Scheißballer. Boah, lass. So, steig ein. Ja, was soll denn das? Warte, nicht die überfahren, sondern die gehen da. Polizist geht noch immer chillig rum. No shit. What you doing in Fargo's hood? I like to live dangerously. You're CJ, right? Yeah, how you know me? Everybody in the Grove knows you and your brother. I thought you'd run away. I never ran away, okay? I just needed to get away from shit. Canada. This is my place here. Hey, what's your name? Denise. Denise Robinson. Give me a call sometime. We should go out or something. Yeah, I'd like that. Okay, I'll catch you later, CJ. Was? Bis dann, Denise. Oh, wir haben so gut wie eine Freundin. Oh Mann, was sagt man denn dazu? CJ ist verliebt. So, jetzt haben wir was, was wir nach den Missionen immer machen können. Wir können jetzt mit ihr ausgehen, anstatt Missionen zu machen. Nein, nein, nein. So. Ah ja, ich meine, anstatt zu trainieren. Aber okay. Das reicht mir erst einmal. Für heute. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen. Und da sehen wir, nächste Folge wird es auch wer anrufen. Oder nehmen wir jetzt noch an. Nehmen wir jetzt noch an. So. What's up, sweet? We got a problem. Some Pecan base-head fool has been slanging to his Grove brothers. What? Who? Check this out. He's been buying shit over in Glen Park. He know the hood is talking, and he's hiding out with his new ball of friends. Shit, man. How we gonna get to him? It's time for you to announce your return, CJ. You fuck up Glen Park, and that turncoat bitch-ass nigga's gonna lose nerve and make a break for it. Okay, I'm gonna come pick you up. Hell no. This is your gig, CJ. You need some stripes. Get over to Army Nation and get it heated. Na schau, was sagt man denn dazu? Wenn wir zu Sweet gehen, fangen wir schon die Gangkriege an und wir können auch in die Armor Nation Ding, Waffen kaufen gehen. Davon, was wir vorher geredet haben, glaube ich. Ja, auf jeden Fall werde ich jetzt erst einmal speichern und für heute Schluss machen. Wir sehen uns auf jeden Fall in den nächsten Episoden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und das war's, euer Hitch. Ciao!